Ja, vielen Dank an Herbert Fischer-Solms für diese umfassende Begrüßung. Ich glaube, es ist mein Part, zumindest noch mal kursorisch knapp Dank zu sagen. Dank natürlich an Ralf Füchs, an Michael Stognenko, an die Böll-Stiftung, dass wir hier sein können, dass die Kooperation so gut, intensiv und ganz ausgerichtet auf den Tag gewesen ist. Dank an Professor Dr. Werner Franke, der so klare Vorstellungen hatte, was das Symposium betrifft. Danke natürlich an unsere herausragenden Referenten, dass Pericles Simon, Mayo Tewes eine Bank sind. Das wissen wir, aber dass wir so viele Experten heute hier gewinnen konnten und dass sie sich haben nicht lange rufen lassen, dafür sind wir sehr dankbar. Herzlichen Dank an Richard Young. Welcome to Berlin. We are proud that you are here today. Dank an unsere Gäste, die so zahlreich gekommen sind. Ich sehe viele im Raum, die sich sehr stark über Jahre genannt sind, schon Hans-Jörg Kopfing, Kenner Miserski, viele, die sich stark gemacht haben für einen autonomen, nicht chemiebelasteten Sport in Deutschland. Wir wissen, dass sie für uns immer eine Stütze waren und sind und das macht uns glücklich. Und Herbert Fischer-Solms hat es schon gesagt, wir sind sehr froh, dass wir erstmals bei so einer Veranstaltung tatsächlich mehr als nur 5 Betroffene im Raum haben und hoffen, dass das in der nächsten Zeit auch noch mal ganz anders wird. Dank, das gehört hierher, auch an die Journalisten, die zumindest seit den Berliner Prozessen, ich nenne wenigstens Michael Reinsch und Hajo Seppelt, Anno Hecker, uns begleitet haben und Geschichten geschrieben haben, die in den regionalen Blättern im Osten keine Rolle gespielt haben und dadurch aber die Schicksale zumindest öffentlich wahrgenommen werden konnten. Auch herzlichen Dank an den Deutschlandfunk. Wir wissen, dass auch dort in der Redaktion wir immer anklopfen können, wenn wir ein Thema im Hinblick auf die Geschädigten anbieten wollen. Last but not least, herzlichen Dank an den Vorstand. Es gab viel Arbeit. Herzlichen Dank an Ute. Ute kann leider nicht da sein. Das sind eben einfach die Geschichten, die uns begleiten, dass jemand sehr intensiv arbeitet und dann an dem Tag, um den es geht, psychisch nicht in der Lage ist, weil die Kraft nicht reicht. Das gehört zu der Geschichte des Vereins und auch des Vorstands. Und herzlichen Dank an Andreas. Und der Strauß, der hier liegt, der gehört aber jetzt Herbert Fischer-Solms. Er hat die gesamte Vorbereitung gestemmt. Ich bin ein bisschen ausgefallen, weil ich an einem Buch gearbeitet habe. Er hat es ermöglicht, hat viele Nächte investiert. Und das nimmst du. Ich dachte, wir sind so weit, dass die Frauen nun endlich den Männern mal die Blumen schenken und die Sträuße dann auch bei den Männern bleiben, aber so ist es nicht. Okay, dann versuchen wir eben was anderes. Ich möchte Ihnen in aller Kürze und so konkret wie möglich ein bisschen Einblick gewähren in die aktuelle Arbeit der Dopingopferhilfe. Was tun wir, wo stehen wir, wo liegt es im Argen, wo wollen wir hin? Wie die meisten im Saal wissen, hat sich die Dopingopferhilfe im Jahr 99 gegründet, und zwar im Zusammenhang mit den Prozessen zum konspirativen Staatsdoping der DDR. Die Vereinsgründung hatte die ausdrückliche Idee, den Geschädigten des Ostsystems wirksam zu helfen. Zu dem Zeitpunkt, daran erinnere ich mich gut und einige im Raum, Yvonne, Andreas auch, gab es in dem Sinne diese Gruppe der Geschädigten gar nicht, die im Bild waren über ihre Schadensgenesen, über ihre physischen und psychischen Traumata, kurzum über ihre konkrete Geschichte. Es hat nicht zuletzt mit dem Mann zu tun, den wir heute hier ehren werden, mit Professor Dr. Werner Franke,
Dass es den Geschädigten etwa in dem großen Berliner Dopingprozess im Jahr 2000 möglich wurde, vor sich selbst anzuerkennen, was geschehen war. Es ging darum, Geschichte auch die eigene zu ordnen und zuzuordnen. Und es ging natürlich darum, Opfer und Täter dieses Systems endlich voneinander zu trennen. Noch heute sehe ich die Kinder der geschädigten Frauen vor mir, ich war selbst Nebenklägerin, wie sie mit großen Augen im Moabiter Prozesssaal standen, wie einige von ihnen erstmals die Schmerzgeschichten der eigenen Mutter hörten. Und es ist klar, dass man das nicht vergessen kann und dass das für die, die heute im Vorstand arbeiten, auch das Motiv, das hauptsächliche Motiv gewesen ist, an der Stelle weiter aktiv zu werden. Noch heute höre ich auch die Stimme des medizinischen Gutachters, des Toxikologen Dr. Helmut Mahler, der zwei Tage lang Nach- und Nebenwirkungen der verabreichten männlichen Sexualhormone auflistete, und sehe noch einmal die Reaktion der Betroffenen vor mir, die zum ersten Mal realisierten, was ihr Leben so ohnmächtig gemacht hatte. Dieser Frühsommer 2000 war ein intensiver, auch bewegender, aber auch ein folgenreicher Frühsommer. Nicht nur, dass die beiden Angeklagten Ewald und Höppner verurteilt wurden und der Bundesgerichtshof im Hinblick auf den groß angelegten Feldversuch an 1000 jungen Kaderathleten von mittelschwerer Kriminalität sprach. Nicht nur, dass viele der Nebenklägerinnen retraumatisiert ins Krankenhaus mussten und erneut operiert werden mussten, sondern eben, weil es von dem Moment an diese Gruppe von Geschädigten gab, die in die Initiative gingen. Kürze ab, die Dinge sind bekannt, ein Buch, ein offener Brief an den Bundestag, ein Entschädigungsfonds und der Wunsch, die Dinge damit auf sich beruhen zu lassen. 9.635 oder ich weiß nicht, 9.346 Euro für ein kaputtes Leben sollten reichen. Und das betraf zu dem Zeitpunkt knapp 200 ehemalige Athleten. Dass damit Ruhe sei, dachte oder besser hoffte die Politik, und das dachten anfangs auch die Betroffenen selbst. Daran erinnere ich mich gut, denn sie waren froh, überhaupt irgendetwas erreicht zu haben im politischen Raum. Aber es reichte nicht, nicht vorne und nicht hinten. Der eigentliche Promoter in der Enteignungsgeschichte der Elitekörper im deutschen Sport ist deren Schadenssubstanz selbst. Sie ist da, sie lässt sich nicht wegreden und sie wird nicht kleiner, wenn sie immer wieder wegmoderiert wird. Der Körper als letzte Ordnungsinstanz und als Erfahrungsraum des Selbst oder der Körper als Medium und Instrument der Selbstvervollkommnung. Für uns ist das im Grunde eine rhetorische Frage. Im März 2013, Herbert Fischer-Solms hat es gesagt, übernahmen die Geschädigten selbst nach jahrelanger, sehr verdienstvoller Arbeit des alten Vorstands, namentlich von Klaus Zöllig und Michael Lehner. Sie übernahmen die Geschicke der Dopingopferhilfe und wieder war es so, dass es zuallererst die außerordentlich prekären Lebenssituationen waren, mit denen viele Betroffene klarkommen müssen, die zum Handeln drängten. Die Dopingopferhilfe betreut aktuell an die 700 ehemalige Athletinnen und Athleten, wobei die Zahl seit Eröffnung der Beratungsstelle im Oktober 2013 im Grunde wöchentlich steigt. Nach einer vom DOH initiierten Statusabfrage unter den Betroffenen leiden mehr als die Hälfte an schweren psychischen Dysfunktionen. Darüber hinaus lassen sich als häufigste Erkrankung Krebs, pathologische Veränderungen im Hormonstoffwechsel, posttraumatische Belastungsstörungen, Suchterkrankungen, Pathologien von Herz, Leber, Lunge und Thymusdrüsen, multiple Erkrankungen am Skelettapparat, Veränderungen der Gefäßsysteme sowie spezifische Voralterungen festhalten. Der medizinische Gutachter hat im Berliner Dopingprozess im Jahr 2000 ausgeführt, dass die Vergabe von männlichen Sexualhormonen als, Zitat, Initiator eines krankhaften Prozesses mit verschiedensten Wirkungen an verschiedenen Zielorten angesehen werden muss. Da sich die Diagnoseerkennung aufgrund der Geheimvergaben der Steroide oft über Jahre hinzieht, radikalisieren sich die Krankheitsverläufe oft zusätzlich. Dass sich der DDR-Sport jedoch nicht über die blaue Pille erklären lässt, dafür möchte ich Ihnen
ein Beispiel geben. Es geht dabei um eine Turnerin aus Gera, Jahrgang 1969. Und es fällt auf bei der Arbeit in der Beratungsstelle, dass es im Moment vor allen Dingen diese Sportarten sind. Also betroffene Turnerinnen, Eiskunstläuferinnen. Ich glaube, da gibt es eben auch eine Synapse zwischen Chemie und Gewalt. Und dort haben wir extrem schwere Schadensgenesen im Moment aufzunehmen. Diese ehemalige Turnerin schreibt, ich möchte, dass Sie einfach ein Bild haben, was an der Beratungsstelle anläuft, worüber wir sprechen, wo wir versuchen, Hilfe zu ermöglichen. Zu meiner gesundheitlichen Situation sende ich Ihnen alle mir vorliegenden Unterlagen. Die Kurzfassung ist, 6 Knieoperationen, Wirbelsäule kaputt, Unterleib kaputt, Verdauungstrakt stark beeinträchtigt, Füße stark in Mitleidenschaft gezogen, folglich psychische Probleme. Zum Bewegungsapparat sollten Sie wissen, dass die Trainingsmethoden Mitte der 80er Jahre in Gera recht hart waren. Beispielsweise, wenn jemand beim Spagat nicht bis nach unten kam, hat sich unser Trainer auf unsere Oberschenkel gestellt. Der Mann hatte reichlich 100 Kilo. Die notwendige Beweglichkeit wurde also mit Gewalt erreicht. Also das ist jetzt ein Brief, den ich Ihnen vorlese. Für uns Kinder war das nichts Außergewöhnliches. Wir kannten nichts anderes. Mein Unterleib habe ich mir am Stufenbahn ruiniert, da man bei allen Übungen vom oberen bis zum unteren Holm immer mit dem Beckenbereich am unteren anschlägt. Die Handflächen waren immer offen, aufgescheuert, da die Holme aus recht rauem Holz bestanden. Mit 12 Jahren wurde bei mir ein Morbus Schlatter diagnostiziert, das heißt, meine Schienbeinköpfe hatten sich deformiert, was zu starken Schmerzen führte. Um meinen DDR-Meistertitel verteidigen zu können, bekam ich vom Sportarzt Spritzen in den Rücken. Leider weiß ich nicht, was genau das war. Als meine Eltern von den Spritzen erfuhren, haben sie dem sofort ein Ende gesetzt. Ist auch eine seltsame Häufigkeit, dass die Turnerinnen immer von diesen Spritzen in den Rücken sprechen. Daraufhin bekam ich 4 Wochen Gips von den Knöcheln bis zur Leiste, anschließend noch 2 Wochen Zinkleimverbände. Danach war zwar die Deformierung ausgehärtet, aber wenigstens waren die Schmerzen weg. Im Trainingsalltag hatten wir einmal wöchentlich Krafttraining, Ballettunterricht und Turmspringen. Wenn jemand aus Angst nicht vom 10-Meter-Turm gesprungen ist, gab es nichts zu essen. Training hatten wir täglich, an den Wochenenden Wettkämpfe und in den Ferien Trainingslager. Zum Thema Doping kann ich nur sagen, dass wir auch sogenannte Vitamintabletten bekommen haben. Genaueres weiß ich noch nicht. Ich kann mich nur an den Konfektionsgrößen orientieren. Meine Oberteile waren immer 2 Nummern größer als die Hosen wegen der Schulterbreite. Das Training in all seiner Härte hat natürlich zu einer enormen Überbeweglichkeit geführt. Jetzt zur Frage der BSTU-Akteneinsicht habe ich nach unserem ersten Gespräch im Juni beantragt, bis heute aber außer einer Eingangsbestätigung nichts erhalten. Meine medizinische Akte aus Sportzeiten lässt sich leider nicht auffinden. Nun zu den Problemen mit meiner privaten Betriebsunfähigkeitsversicherung. Ich habe eine Police mit einem Ausschluss für Wirbelsäulenerkrankungen und alle daraus resultierenden Beschwerden. Nach Leistungsantrag wirft man mir vor, ich hätte bei den Gesundheitsfragen Vorerkrankungen wie Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen wissentlich verschwiegen. Es ist ja aber so, dass die Beschwerden Folgen der kaputten Halswirbelsäule sind. Da ich die Rente jetzt einklagen muss, wäre es sicher hilfreich, wenn ein Sportmediziner den kausalen Zusammenhang bestätigen könnte. Es reicht ja schon, dass ich durch meinen Sport meine Gesundheit so weit ruiniert habe, dass ich mein Pharmaziestudium im 5. Semester aufgeben musste. Jetzt möchte ich wenigstens die Anerkennung meiner Berufsunfähigkeit durchsetzen. Jetzt noch kurz zur Frage des Treppenlifts. Ich besitze ein kleines Einfamilienhaus mit Erdgeschoss und Obergeschoss. Durch meine kaputten Knie fällt mir das Treppensteigen ganz besonders schwer. Ein Zuschuss von der Krankenkasse gibt es aber nur bei Vorliegen einer Pflegestufe. Da ich mich und meinen Haushalt aber noch selbst versorgen kann, wenn auch nur langsam und unter ständigen Schmerzen, bekomme ich diese Pflegestufe nicht,
Da ich aber von Rente wegen voller Erwerbsminderung lebe, habe ich auch keine 15.000 Euro, um den Lift selbst einsetzen lassen zu können. Schulden Sie, dass ich das so lang Ihnen vorgestellt habe, aber das sind diese Geschichten, das ist ein einzelner Fall. Es gibt sehr viele, die ähnlich gelagert sind. Und klar ist aus unserer Sicht, dass es hier in dieser multiplen Geschichte natürlich auch zu einer völlig anderen Bewertung der Spätfolgen einer Diktatur kommen muss. Die Geschädigten des DDR-Sports sind im Grunde in den vergangenen 25 Jahren durch einen, meiner Ansicht nach, doppelten Anerkennungsverlust gegangen. Dieser betrifft zum einen das, was in der DDR in staatlicher Willkür stattgefunden hat, zum anderen das, was in der DDR ist, das, was in der DDR passiert ist, nach 89 kaum, jedenfalls nicht in seiner Dimension anerkannt worden. Insbesondere in der Anerkennungspraxis in den Behörden gibt es noch immer das Problem, dass die Ämter nach wie vor behaupten, es habe in der DDR kein Zwangsdoping gegeben. Betroffene, die im Saal sind und ihre Rentenanträge gestellt haben, können davon einschlägig berichten. Viele Betroffene werden sich an die permanenten Diskreditierungen auch erinnern, die sie durchlaufen haben nach 89, auch öffentlich, sogar bis in den Sportausschuss hinein. Das hat viele in der Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu integrieren, ausgesprochen behindert. Ein weiteres Problem in meinen Augen ist die noch immer restriktive Gutachterpolitik, Fehlurteile, Überdistanzierung, unangebrachte Versachlichung in den Gutachten selbst sowie die Dekontextualisierung der Schäden sind gängige Praxis. Insbesondere fehlt der Blick auf kumulative Traumatisierung. An dieser Stelle muss das Innenministerium, muss die Politik, könnte ein Sportausschuss, könnten auch die Medien durchaus klarer, drängender und wacher agieren, um den Geschädigten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche behilflich zu sein. Klar ist, dass die Dopingopferhilfe jetzt unter der neuen Regierung eine neue parlamentarische Initiative starten wird und auch muss für eine dauerhafte Unterstützung von Doping-Schwerstgeschädigten. Die Anerkennung der Schadensgenesen im deutschen Spitzensport trifft noch auf eine zusätzliche Schwierigkeit. Seit der Vereinigung 1990, seit die Sportsysteme Ost und West wieder zu einem wurden, sind die Selbstreinigungskräfte des Sports fast völlig erlahmt. Der notwendige Bruch mit der Dopingrepublik Deutschland ist ausgeblieben. Sport ist auf die Tatsache einer Event- und Geldmaschine reduziert. Ralf Füchs hat das eingangs schon angesprochen. Was dabei herauskommt, ist kein Spiel mehr, in dem sich junge Talente unter selbstgesetzten Regeln miteinander messen können, sondern eben eine höchst gefährliche Materie, die wir ihm danach im Verein auf den Tisch bekommen und natürlich daran viele Fragen haben. Neben den Schadensfällen aus DDR-Zeiten melden sich mittlerweile zunehmend Betroffene aus der Transformationszeit nach 89 beim DOH. Das ist neu für uns. Ein kurzes Zitat, eine Leichtathletin aus Jena schreibt: Ich habe 2,5 Jahre Leistungssport auf dem Sportgymnasium Jena gemacht, von 98 bis 2001. Es ist für mich nicht einfach, darüber zu schreiben. Ich war in der Trainingsgruppe der Zehnkämpfe und hatte mich auf Stabhochsprung spezialisiert. Ich habe von meinem Trainer Tabletten für immer jeweils 14 Tage bekommen. Er sagte, es wäre Vitamin C, damit ich das Training besser verkrafte. Neben mir bekam das noch eine weitere Trainingskameradin. Meine Eltern wurden darüber nicht informiert. Ich wurde stutzig, als es um einen Klassenkamerad ging, der vor der Klasse vom Rektor gedemütigt wurde. In einem nachfolgenden Gespräch kam heraus, dass er Kreatin bekommen hatte und seine Eltern es untersuchen lassen haben. Das Ergebnis war, es war angereichert. Ich habe aufgrund seiner Schilderung und meiner Erfahrung mit meinem Trainer die Schule verlassen. Ich weiß, dass ich von meinem Trainer gedopt wurde. Ich weiß es anhand der Nebenwirkungen. Ich möchte mich an Sie wenden, weil ich nicht schweigen will. Noch einmal, was kann die Dopingopferhilfe für die Betroffenen und Geschädigten tatsächlich tun?
Die integrative Beratungsstelle ist in dem Sinne eine Akutversorgung. Hier kann eine Art Anamnesis geleistet werden, das heißt im wörtlichen Sinne eine Erinnerung, der Blick auf das Geschehen nach hinten also, sowie nach innen auf die konkrete Lebenssituation. Es geht dabei darum, die Geschichte der jeweiligen Körperenteignung als Mitspieler zu gewinnen für eine tatsächliche Neuorientierung und ausdrücklich nicht für eine Opferidentität. Was soll das heißen? Die Dopingopferhilfe verfolgt zuallererst den Ansatz, Geschädigten zu helfen und sie zu befähigen, die oft schmerzvollen Erfahrungen Sport in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren und die kumulativen Traumata zu überwinden. Aber wo dieser integrative Weg aufgrund einer moribunden Schadensgenese nicht mehr möglich ist, das betrifft, so wie wir es sagen können, durch den Verein aktuell etwa 400 ehemalige Athleten. Dort stehen wir in der Pflicht, eine nachhaltige Hilfe zu organisieren. Und das ist unausgetragen und ich hatte es schon eingangs erwähnt, aber das wird unsere Schneise sein. Wir verstehen uns nicht als Sammelstelle für Trostlosfälle, als eine Stelle, die allein Eingaben verwaltet. Es muss klar sein, dass nicht noch ein Jahr und noch ein Jahr verstreichen kann, ohne dass die Schwerstbetroffenen konkrete Hilfe erhalten. Vielen Dank. Nein. Ja, also möglicherweise gibt es Fragen. Ja? Ja, ich glaube, können wir das mit dem Mikro vielleicht mit dem Mikro? Ich wüsste gerne bitte die Zahl zu etwa in der geschlossenen Psychiatrie eben befindlichen Personen unter den Dopingopfern. Können Sie dazu etwas sagen, bitte? Was wir sagen können, weil wir eine aktuelle Statuserhebung gemacht haben, das habe ich versucht zu sagen, dass die Zahl der wirklich massiven psychischen Schädigungen über die Hälfte derer betrifft, also mehr als 50% sind, von denen, die wir betreuen. Ja, also das meint viele Athleten, die immer wieder neu auch in Psychiatrien eingeliefert werden müssen, die sozusagen sich im Alltag, im Leben, also ihr Leben nicht in der Weise konsolidieren können und immer wieder Rückfälle auch haben. Es ist auffällig, ja, und das hat natürlich damit zu tun, dass diese Schadensfälle über so lange Zeit, also es gibt ja wie eine Transformation des Traumas auch nach 89, dadurch, dass, das habe ich versucht kurz an, Ja, doch, es ist gut. Es fällt auch auf bei den Betroffenen, die sich in der Beratungsstelle melden, dass sie immer noch sehr wenig von ihrer eigenen, also die sich zum ersten Mal melden, ja, immer noch sehr, sehr wenig konkrete Informationen haben, was ist eigentlich passiert. Ja, also diese unglaubliche Zeitverzögerung und das hat ganz ursächlich mit dem DDR-System zu tun, macht natürlich diese unglaubliche Dimension des Schadens. Also die Zahl der psychischen Schädigungen ist immens, für uns war sie unerwartet hoch und wir wissen von, ja,
ist jetzt für mich nicht richtig, eine konkrete Zahl zu sagen, aber mehr als 100 Fällen, die über lange Zeit und immer wieder in Psychiatrien sich aufhalten. Entweder habe ich es vorher nicht gehört oder es ist so, ist ein Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes eigentlich auch hier? Das würde mich ja mal interessieren. Ich glaube, das kann Herbert besser sagen. Ich meine nicht. Herbert, DOSB? Ja, wir hatten Michael Vesper, den Generaldirektor des DOSB, eingeladen zur Diskussion. Er hat gesagt, dass er an dem Tag eine wichtige Veranstaltung hat mit Blick auf Olympia, wo er Chef de Mission ist. Und hat der Veranstaltung guten Erfolg gewünscht. Wir haben aber auch Einladungen geschickt an den DOSB-Pressechef Christian Klaue und an den Vertreter des DOSB in Berlin, hier in den Herrn Sachs. Aber wir haben da kein Feedback bekommen. Wir bedauern auch, dass Dagmar Freitag nicht da sein kann. Ja, Professor Frank ist eingetroffen. Professor Frank, kommen Sie nach vorne. Ich habe mir verkniffen zu sagen, ein drittes Mal zu sagen, Professor Dr. Werner Franke ist in der Luft. Willkommen, Werner. Vielleicht gibt es noch Fragen? Ja. Also mich hat es jetzt schon geschockt, eben dieser Brief, der vorgelesen wurde, das ist ja nun, was war das, die Jahreszeit, in der dieses Kind in der Schule war? 80er Jahre. Ja, Ende, bis 2001, also das waren ja so, Zahlen, wo ich, wo ich mich dann frage, was passiert dann da? Also wenn sowas kommt, kann man dann in die Schule gehen und kann dort mit diesem betreffenden Lehrer, Trainer, weiß ich ja, die es ja offensichtlich noch gibt, also auch lange nach der Wende, die es jetzt gibt, die da noch so agieren, kann man dagegen vorgehen oder muss erst immer dieser positive Dopingbefund eben auf den Tisch, bis man überhaupt tätig werden kann? Also was für Möglichkeiten gibt es da eben nach solchen Aussagen tätig zu werden, Riegel vorzuschieben? Also das ist ja jetzt eine ehemalige Athletin, die schreibt 2013 und ist 2001 aus dem Sport rausgegangen. Ich habe dieses Beispiel gebracht, weil ganz klar ist, dass wir erst jetzt langsam die Schadensfälle nach 89 auf den Tisch bekommen und bekommen werden. Das liegt auf der Hand und das liegt natürlich an diesen, natürlich nicht glücklichen, ja, mehr als unguten Umbruch im Osten in den Strukturen, der ja nicht abgeschlossen ist. Ja. Also wir haben versucht immer wieder, ich glaube, Journalisten wissen das, dass wir immer wieder versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, dass die Strukturen, insbesondere nach der juristischen Aufarbeitung, ja, der DDR, also mit 2000, haben sich diese Strukturen, diese Chemiestrukturen im Osten wieder verstetigt, ja, sind Trainer zurückgerudert, haben sich Strukturen wieder aufgebaut. Wir haben das ein bisschen versucht, im letzten Jahr im Hinblick auf das Land Brandenburg in den Blick zu nehmen. Da ist es uns tatsächlich gelungen. Man ist darüber ja nicht glücklich, aber es geht nicht anders, ja, als dass man wirklich ganz klar sagt, hier ist ein Stasi-Fall, der ist jetzt wieder im Landessportbund gelandet. Das kann nicht sein, ohne dass es nicht irgendwie eine öffentliche Erklärung gibt. Was ist mit dem Mann? Was macht er heute für eine Politik? Ja, wie geht er mit Jugendlichen und Kindern um? Also wir können nur versuchen, an der Stelle Transparenz herbei zu zerren. Klar ist, dass diese Strukturen unwahrscheinlich verharscht sind und lange nicht so, also wir können uns nicht befrieden damit, dass uns ostdeutsche Landessportbünde immer erklären, wie wunderbar das da aussieht. Ja? Also, denn ich meine schon, dass man solche Briefe, die bei uns landen, ja, schon sehr ernst nehmen sollte, denn da muss ja eine Athletin auch durch was durch, ehe sie sich bei uns in so einer Beratungsstelle meldet oder eben eine Mail schickt. Also da muss sie sich ja wirklich kundig gemacht haben, da muss sie, ja, das ist ja ein Bewusstwerdungsprozess und ich weiß aber über die Jahre hin auch, dass das nicht lustig ist, sich aufzustellen
gegen die Strukturen, die da nach wie vor aktiv sind im Osten. Also das sind richtige Stasi-Organigramme, die da immer noch funktionieren. Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben von dem Brief gesprochen aus Jena, von der Schülerin, 98, fast hätte ich gesagt, in der Nachwendezeit. Tom Sello ist ja, glaube ich, hier anwesend, wurde zumindest von Herrn Fischer-Solms begrüßt. Der schimpft, dass wir diesen Begriff der Wende verwenden, den eigentlich Egon Krenz verwendet hat, der keine Wende wollte. Der spricht, dass wir sollen von Revolution reden, von Umbruch von anderen Zeiten. Auch bei Ralf Füchs kommt es vor, also bitte Wende streichen, zumindest wenn wir Tom Sello folgen. Und der hat das ja miterlebt, der kümmert sich auch darum. Meine Frage, gibt es auch aus westdeutschen Sportgymnasien ähnliche Briefe wie jetzt aus Jena? Bis jetzt nicht. Nein. Das kann natürlich auch nochmal andere Gründe haben. Ja, also dass das Westsystem nochmal auf eine andere Weise tabuisiert ist. Ja, und dadurch, dass das die Doping, die Chemiegeschichte individualisierter, zum Teil, ja, wir wissen ja mittlerweile auch mehr, gelaufen ist, bisher ist es nicht passiert. Also was uns auffällt, ist, dass sich zunehmend Trainer, Betreuer, auch Eltern melden aus dem Jetzt, ja? Also dass Trainer uns auf Strukturen aufmerksam machen und das ist natürlich auch, wir haben zum Beispiel mit dem DOSB darüber gesprochen, dass dort reagiert werden sollte, ganz konkret geht es auch um das Land Brandenburg, da ist natürlich nichts passiert. Also wir werden aktiv in dem Sinne, dass wir natürlich verhindern müssen, das muss doch der Sinn dieser ganzen Übung sein, dass wir in 40 Jahren immer noch so eine Beratungsstelle haben müssen und immer noch wieder diese Schäden, die ja im Grunde nicht, die sind irreversibel, die sind ja, ja, das sind ganz schwere Leben und das in dem Kontext, von einer reinen Missbrauchsgeschichte auf verschiedenen Ebenen. Ja, das kann nicht sein. Also das muss der Sinn der ganzen Unternehmung sein, dass wir dort dazwischen gehen. Gerne. Ich wollte darauf antworten. Das hat es ja all die Jahrzehnte schon gegeben im Westen. Nicht? Ich werde an einige Beispiele, die inzwischen plötzlich verstorben sind. Christel Justen zum Beispiel, 100 Meter Brust, Weltrekord in jungen Jahren, kommt nach Hause, ihr Vater sieht da, dass sie da irgendwelche Pillen hat. Und was ist das denn? Nimmt eine und bringt sie zum Apotheker, lässt sie analysieren, war Dianabol. Und dann wollte er das aber bekannt machen, er war empört. Es ist ihm bekundet worden, er soll das mal besser lassen, sonst ist seine Tochter nicht mehr im Kader, obwohl sie schon Weltrekorderin war. Ja? So ging das auch im Westen zu. Damals war es, genau wie heute, das werde ich auch sagen, ganz klar, deshalb habe ich meinen Titel auch Pontius Pilatus genannt, man weiß, dass es kriminell ist. Man weiß aber, dass man auch Medaillen will, Schäuble und Genossen. Ja? Und dann macht man eben sowas und geht, wie es in der Bibel heißt, nach nebenan und wäscht seine Hände in Unschuld. Das war also das klassische Prinzip und das ist nach wie vor noch so. Es ist riskant, im Westen und dort also auch im heutigen Westen etwas zu sagen. Sie dürfen auch nicht sagen, im Osten, jemand wie Herr Springstein, ich darf Mädchenschänder sagen, das ist gerichtlich entschieden, ich darf nur nicht Schwein sagen. Ich hab mich aber auch schon bei allen Ebenen des Planeten entschuldigt dafür. Das Schwein steht unter hormonellen Peaks. Nur, der ist viermal wieder gelandet. Der war bekannt, dass er im Osten was gemacht hatte, dann war Katrin Krabbe 1, Katrin Krabbe 2. Und wer war das denn? Das war der Herr Diegel, das war der Herr Mayer und wie es alle heißen, das waren die Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbands. Die und nur die haben die Schuld daran. Wahrscheinlich haben wir noch so viel Zeit. Ich gibt immer noch Fragen. Also hören Sie mich? Ja. Ja. Sie haben jetzt nun sehr viele Schadensfälle, die Sie ansammeln. Daraus erwächst für Sie eine große Kompetenz, ein größerer Überblick. Und da liegt es ja nun nahe, dass Sie eigentlich eine sehr gute Schlussfolgerung vornehmen können. Und da will ich jetzt Ihnen eine vorwegnehmen und Sie es mir einfach mal sagen, ob Sie das ähnlich sehen. Denn es liegt ja auf der Hand, dass das Verantwortungsmanagement grundsätzlich beim Sportler bleiben muss und eben in keine Organisationshände geraten darf,
weil man sich einfach auf Organisation grundprinzipiell nicht verlassen kann, selbst wenn es der eigene Trainer an seiner Seite ist. Punkt. Jetzt komme ich aber zu der Problematik. Sehen Sie das vereinbar, dass ein Sportler das Verantwortungsmanagement tatsächlich, also letztlich auch damit auch das Wissen, was wir heute echtzeitmäßig haben, wie man manipuliert und, aber in die Hand geben kann und gleichzeitig Spitzensportler zu werden, Fazit, oder beißt sich das, sprich, fängt sich eigentlich quasi ein jeder Sportler prinzipiell schon, wenn er um das Verantwortungsmaß weiß, eigentlich schon selbst derart aus der Spitzensportlerbereich ab oder bringt sich heraus, dass er da nie ankommen wird. Also sprich, ist da eine Kontraproduktivität drin. Und wenn das so wäre, dann habe ich das Problem, dass es doch dann immer wieder wir die gleiche Falle laufen, die über 100 Jahre wir beobachten, dass dann das Verantwortungsmanagement doch wieder in Organisationen und Strukturen landet, auf die man sich nicht verlassen kann. Oder, also kann man es vereinbaren oder würden Sie sagen, es ist nicht möglich? Also klar ist, dass wir einen bestimmten gordischen Knoten durchschlagen müssen. Ja? Das liegt auf der Hand, dass dem Athleten von vornherein klar ist, er geht in ein Risikogeschäft. Und es gibt im Grunde gar keinen anderen Weg, als den Athleten selber stark zu machen in einem völlig verdreckten System. Das ist schon klar. Und das wird bedeuten, dass man für bestimmte Sportarten sich entscheidet zu sagen, ich will meine persönliche Grenze herausfinden. Ich weiß, ich habe ein Talent und ich gehe für mich bis zu dem Punkt und ich sehe, was rechts und links der eine oder der andere macht. Und das wird dann eben, Gabi Lesch wird es vielleicht erzählen, ganz konkret, ja, das wird dann vielleicht nicht die Dauer-Goldmedaille sein, sondern sie ist die eigentliche Heldin, weil sie hat sich durchgesetzt gegen ein ganz anderes Feld, ja, also ein absolut getuntes Feld. Und der Sieg bleibt dann im Grunde nur bei dir, ja, das ist dann du bist kein Nationalgut mehr. Also darin gibt es erst einmal, wenn wir keine anderen Strukturen in der Lage sind aufzubauen, keine andere Lösung. Ja, Imke. Imke Dublitzer ist da. Hallo, ich bin Imke Dublitzer, ich betreibe Fechten relativ hochleistungsmäßig. Ich muss übrigens kurz mal sagen, ich bin ein absoluter Fan von Ihnen. Also vielleicht auch von Sportlerseite. Heute sind nur Fans. Genau. Also ich wollte vielleicht auch selber aus der Sportlerperspektive nochmal was dazu sagen, weil das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also ich muss an der Stelle sagen, es stimmt mit Sicherheit, die Verantwortlichkeit muss in vielen Teilen beim Athleten bleiben, aber das hat was mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun, die vielmals im Leistungssportsystem nicht gegeben wird. Also ich kann hier an dieser Stelle sagen, ich mache seit 22 Jahren Hochleistungssport und ich habe und ich werde nie Dopingmittel anfassen, weil es einfach Betrug ist. Es ist einfach, das ist genau das, was den Kindern mitgegeben werden muss im Sport. Das ist Betrug. Das ist nicht die eigene Leistung. Das ist was Fremdes. Das gehört nicht zu einem. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann sind Kinder auch in der Lage zu sagen, nee, oder Jugendliche, das machen wir nicht. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, eben diese Geschichte mit der westdeutschen Geschichte. Also ich bin seit 92 in der Nationalmannschaft. Ich habe eben auch gerade so die Nachwendezeiten mitgekriegt. Man hat im Westen keinen, auch als Athlet, gedopt hat nur der böse Osten, das ist auch immer schön alles so propagiert worden. Und viele Athleten im Westen haben überhaupt gar keine, da sind halt Kreatintabletten in der Olympiavorbereitung rumgereicht worden. Ob die angereichert waren, ob man das so in dem Sinne, ob das Doping war, ja oder nein, da hat keiner gefragt. Da ist ein Arzt vorbeigekommen, hat gesagt, hier, das macht euch beim Training besser. Das wäre ja keinem Athleten in den Sinn gekommen, dass solche Strukturen auch im Westen gegeben hätte. Ich glaube, deshalb ist einfach einer der Probleme, die wir vielmals im Westbereich haben, dass gerade diese, ich sag mal, Vorwende, Nachwende, da sind wir wieder bei dem Wendebegriff, Entschuldigung, dass die gar keinen, die haben gar kein Empfinden dafür. Denen kommt das gar nicht in den Sinn. Es dauert sehr lange, bis sie verschiedene Athleten aus diesen Zeiten haben, die sagen, oh, stimmt, könnte sein. Aber ich habe nie darüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist auch eine sehr große Lücke, die wir da noch irgendwo schließen müssen. Henna noch?
vielleicht noch mal ganz kurz thematisieren, was da in Jena passiert ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist ja der Rektor des Sportgymnasiums Angestellter, also Beamter im Thüringer Kultusministerium. Und ich glaube, das ist noch dieser Herr Rösner, der da entsprechenden Druck ausgeübt hat auf die Schüler. Also ich kann bestätigen, dass das in Thüringen kein Einzelfall ist. Zu der Zeit, als Herr Althaus noch Kultusminister war, war ich ja noch am Sportgymnasium in Oberhof und bin zusammen mit Thomas Puschke im Rücken für die Dopingaufarbeitung eingetreten. Es dauerte nicht lange, dann tauchte der Ministerialreferent Herr Hegen, ein Westimport aus Rheinland-Pfalz in Oberhof, auf und hat mich eingebremst. Unter dem Motto, wir haben ja jetzt in dem wiedervereinigten Deutschland die Meinungsfreiheit, aber wir möchten Sie sehr darum bitten, da es sich hier um eine sehr teure Einrichtung handelt, sich zurückzuhalten. Ja, ich bin dort also bewusst eingebremst worden, auch mit dem Hinweis einer Entlassung wegen Rufschädigung am Sportgymnasium Oberhof. Also es ist also praktisch von der Landesregierung staatlich toleriert, dass Beamte, wir sagen, in diesem Kreis der Täter agieren können. Und die DDR, was sagen, zwar reduziert, fröhliche Urstände feiert, was die Einflussnahme auf Jugendliche anbetrifft. Was das moralische Management anbetrifft von Sportlern, muss man sicher noch hinzufügen, dass das natürlich auch altersbedingt ist. Ja, das hängt mit dem Alterseinstieg an in die jeweilige Sportart und wie die Leute praktisch vom elterlichen Umfeld her gesteuert und erzogen sind. Aus den Trainerteams ist da sehr wenig zu erwarten und mich würde vor allen Dingen auch interessieren, dieser Trainer, der dort als Verteiler von UM aufgetreten ist, ist er in der DDR sozialisiert oder ist das jemand, der nach der Wende Sport studiert hat? Vielen Dank. Also hat sie in dem Brief nicht geschrieben. Wir sind aber noch in Kontakt und ich habe mir auch vorgenommen, mit ihr in Jena direkt mal zu sprechen. Also ich habe mehrere bezogen. Klar, ich meine, ich habe in Jena Sport gemacht. Also es gibt mehrere Meldungen von ehemaligen Athleten aus dieser Zeit. Also da scheint etliches etwas verworfen gewesen zu sein in dieser Umbruchsphase. Wir sprechen jetzt nicht über das davor. Vielen Dank.